Lächeln ist nicht gleich Lächeln. Falten unter den Augen sind vorteilhaft. Sie gelten als Indikator für authentische Emotionen. Inwieweit authentische Emotionen die Kundenbindung im Einzelhandel beeinflussen können, untersucht der Marketingstratege Dieter Choi-Lin mit seinem Team. Authentizität gibt es eben viele Studien, auch aus der Psychologie, die ganz klar gezeigt haben, authentisch ist ein Lächeln nur dann, wenn die Augenpartien mitlächeln, also die sogenannten Krähenfüße beim Lächeln auftreten. Der Kunde merkt das, auch wenn er es nicht bewusst merkt. Unbewusst merkt er das, und das hatten wir eben ganz klar bewiesen, dass das Involvement hier eine entscheidende, moderierende Rolle spielt. Die Stärke des Involvements ist Gradmesser für das Ausmaß eines Kaufbedürfnisses. Die Forschenden wollen herausbekommen, wie sich die Emotionen des Verkaufspersonals in dieser Hinsicht auswirken. In einem Supermarkt hat das Stefan Olk mit einer Schauspielerin nachgestellt. Weil gerade in homogenen Märkten, wo die Produkte sich nur minimal unterscheiden und die Preise sehr ähnlich sind, fällt eben diese zwischenmenschliche Komponente so stark ins Gewicht. In unserem Experiment setzt sich der Proband oder die Probandin in die Situation eines klassischen Einkaufsszenarios hinein. Das heißt, er kommt mit seinen Waren an die Kasse, schaut die Kassiererin an, wird von ihr bedient, interagiert kurz mit ihr. Das macht dann 7,57 Euro. Bezahlt die Waren und verabschiedet sich. Wir haben dabei das Involvement des Einkaufsvorganges manipuliert. Das bedeutet, in der einen Situation kauft der Proband oder die Probandin ein, weil sie unwichtige Alltagsprodukte kauft, und in der anderen Situation kauft der Proband oder die Probandin ein für ein wichtiges Abendessen. Mit diesem Szenario konnten wir die Interaktionseffekte analysieren, die eben zwischen dem Involvement, also der Relevanz des Einkaufsvorgangs für den Proband, den Kunden, und eben der dargestellten positiven Emotion, also authentisch oder nicht authentisch, eventuell vorherrscht. Bei weiteren Experimenten in einer Apotheke kann eine Probandin beobachten, wie der Kunde vor ihr bedient wird. Wenn Sie sagen, dass die schneller einzieht. Ein neutraler Gesichtsausdruck begrenzt die Emotionen. Nicht authentisches Lächeln ist durchschaubar. Das macht dann 24,60 Euro. Authentisches Lächeln findet den besten Anklang. Gut, das macht dann 24,60 Euro. Jetzt kommt die Probandin selbst an die Reihe. Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Die Auswertung des Experiments verblüfft. Ganz unabhängig von der angewandten Schauspieltechnik hat die Beobachtung, wie der Apotheker oder der Verkäufer sich dem Kunden vor mir gegenüber verhält, einen Einfluss auf meine wahrgenommene Authentizität. Und konkret bedeutet das in diesem Fall, wenn sich der Apotheker unterschiedlich verhält, dann sinkt die wahrgenommene Authentizität selbst dann, wenn das Verhalten für mich zum Vorteil ist. Das spricht für ein konstantes, authentisches Verhalten gegenüber Kunden. Erst recht, wenn hochwertige Produkte verkauft werden sollen. Der Autokauf ist ein gutes Beispiel für den Kaufvorgang mit Home Involvement. Man kann sich das vorstellen, dass Kunden die Wichtigkeit, die eigene wahrgenommene Wichtigkeit in den Verkäufer hineinprojizieren. Das heißt, sie erwarten die genau gleiche Intensität und Aufrichtigkeit von dem Verkaufspersonal, wie sie auch selber es an den Tag legen. Egal ob im Supermarkt, in der Apotheke oder im Baumarkt. Das Verkaufspersonal sendet zu jeder Zeit Signale an die Kunden. Wenn diese authentisch positiv ausfallen, kann das die Bilanzen der Unternehmen nur verbessern. In Zukunft wollen die Freiburger Forschenden ihre Untersuchungen auf den Dienstleistungssektor ausdehnen.